Hosen hängt die Glocke. Dann kann ich doch jetzt bestimmt da hochgehen, oder? Oh, sei vorsichtig, du oberen Stockwerke. Das ist auch schon fertig. Es ist gleich an der Zeit, mit der großen Vorstellung zu beginnen. Ich verkörpere einen mystischen, magischen und furchteinflößenden Drachen, der versucht, den edlen Ritter zu besiegen. Ich warte nur auf das Kostüm, um ihn zum Leben zu erwecken. Den Ritter hatte ich doch hier irgendwo schon, oder? Was sagt er denn? Ich bin so gespannt auf die Vorstellung. Ich habe gehört, dass es in dem Stück um einen Drachen und eine Prinzessin geht. Wie aufregend. Naja, wenn man mal wüsste, wie es weitergeht. Kann ich hier noch nach oben und ja, irgendwas machen? Ein Fenster. Ja, schönes Fenster. Kann man da irgendwas machen? Verlasse ich das Gemälde doch erstmal wieder. Wann soll die Vorstellung nochmal beginnen? Müsste ich auch schon wieder vergessen, 20 Uhr? Kann ich nicht mehr bewegen. Was sagt denn Franklin zur Generalprobe? Sprich mit dem Uhrenmacher über die Vorstellung. Hi. Jetzt, da der Uhrenturm wieder vervollständigt ist, haben wir es fast geschafft. Nimm dieses Kostüm und überbringe es dem Magiehändler. Er verkörpert den Star der Vorstellung, den Drachen. Drachenkostüm. Bitteschön. Oh, dieses Kostüm ist noch großartiger, als ich dachte. Um einen wirklich furchteinflößenden magischen Drachen darstellen zu können, brauche ich das Sternbild des Nachthimmels. Nimm diese Kreide. Ja, danke. Übrigens, Sternschnuppen bewegen sich um einige schneller als du. Aber mit einer verzauberten Sanduhr kannst du ihre Geschwindigkeit gerade um das rechte Maß drosseln. Wenn du eine Sanduhr hast, kann ich sie für dich verzaubern. Ja, habe ich. Ausgezeichnet, aufgrund eines raffinierten Zaubers wird es dir mit der Sanduhr möglich sein, die Zeit zu verlangsamen. Viel Glück und sammle die Sterne ein, damit sie nicht mit der Vorstellung am heutigen Abend konkurrieren mögen. Okay. Dann male ich doch mal einen Mond. Oder ich versuche es jedenfalls. Und ja, ein schöner Mond. Zack. Kann ich die... Ne, die Sterne kann ich jetzt so nicht einsammeln, oder? Und die Sterne meinte er nicht. Ein weiterer Liebhaber der Künste. Es wird vermutet, dass der Held selbst noch nicht fertiggestellt worden ist. Bist du interessiert, einen armen Händler mit einem kleinen Spielchen zu unterhalten, während wir warten? Entferne alle roten Spielsteine und achte darauf, dass zum Schluss der blaue Spielstein in der Mitte verbleibt. Oh, nein. Okay. Das war schon mal falsch. Das war auch schon mal falsch. Kann ich das denn jetzt mal resetten hier? Okay. Kann ich denn hier jetzt überall hin?
dahin. Mit dem kann ich dahin. Den kriege ich dann ja nicht mehr zurück. Packe ich doch mal dahin. Der muss immer Mitte. Da kann er keine zwei überspringen, aber wenn ich den da ansetze, dann ist der ja wieder alleine. Na? Der kommt dann dahin. Der kommt dahin. Und der kommt dann dahin. Na, sehr schön. Haben wir es doch irgendwie gepackt. Schönes Spiel. Jemand, der mit deiner Passion für Spiele sollte eine Steinschleuder besitzen, um sich während des Wartens damit die Zeit zu vertreiben. Bitte, nimm sie. Achte auf Fenster. Gut. Da ist die Steinschleuder. Ja, danke. Gehen wir doch mal wieder nach oben. Da war doch irgendwie ein Fenster, oder nicht? Da ist eins. Hi. Ach, ich muss die Zeit verlangsamen, ne? Und ich habe einen Stern bekommen. Und ich kann hier jetzt das Fenster zerschlagen. Was auch immer das gebracht hat. Aber okay. Gehen wir wieder nach unten. Der wollte noch mal das Sternbild haben. Uhrenmacher? Hi. Ohne deine Hilfe hätte die Vorstellung abgesagt werden müssen. Die Uhr ist nun vollständig. Alvis war nicht mehr hier, seit die Lichter am Theater gelöscht wurden. Ich hoffe, sie kehrt rechtzeitig zurück. Ah, jetzt kann ich hier auch hoch. Ist klar. Okay. Aha. Irgendwas muss ich hier mit also machen. Da kommt auch noch ein bisschen Licht rein. Nein. Was muss ich denn mit dem Sternbild nochmal machen? Gib noch erstmal wieder raus. Machen es mal ein bisschen heller. So. Und einmal einen hübschen Kreis malen. Und schon ist es wieder Tag. Hallo. Ich erwarte voller Ungeduld die Lieferung der Sterne des Nachthimmels. Bring mir das Sternbild, wenn du es findest. Der Sterne des Helden, so himmlisch funkelnd. Nimm zum Dank dieses besondere Samenkorn. Die Blume wächst nur am Tag und blüht nur bei Nacht. Sie ist der Schlüssel hinter die Kulisse. Okay, danke schön. Gehe ich doch mal wieder nach oben. Setze das besondere Samenkorn mal ein. So. Und schon wächst das Samenkorn ein wenig. Jetzt muss ich das, glaube ich, wieder raus und das Bild zum Nachtbild machen. Zack. Mein schöner Mond hier.
gucken wir noch mal.